Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Perversitäten in Fallout 76. Willkommen zurück aus der Irrenanstalt. Hier ist Patient Martin. Ja. Ich kann schon nicht mehr. Jetzt schon? Ja, wir haben noch gar nicht angefangen. Ja, das ist ja das Schlimmste. Der arme Junge. Oh, das hat Bums gemacht. Achso, da kam er. Ja, ich hab das Auto. Hattet ihr jetzt schon gestartet, weil. Ja, ja. 10, 9, 8, 7, 6. Warum hab ich die Quest nicht? 3, 2, 1. Attacke. Ich hab die Quest nicht. Hallo? Umfall. Nachlauf. Ach nö. Ich hab die Quest nicht. Ein Porto nochmal rauf. Ja, kann ich nicht. Falsch. Ja, ein bisschen wegloten, war ein bisschen. Das mache ich gleich nach der nächsten Welle. Braucht doch noch EP. Braucht noch EP. Und ich darf keinen Granatenwerfer verwenden. Mach doch. Nein. Das ist so scheiße, dann kriegst du nichts ab. Ich sterb ja schon. Ey, du musst dich ja auch um den hier kümmern. Hatte ich gestern mit auf sehr billig schon. Und mir auch. Ja, also 10 FPS sind nicht geil. Ja, aber da kannst du mir glauben, das sind wirklich wenn da nur die vier Granatenwerfer mit Mank sind und noch zwei Teslas, Das sind wirklich die Tesla-Dinger. Das ist ja die Scheiße. Ja, weil jedes Mal bei einer Explosion wohl denn richtig geruckert. Ja, bei mir wird's aber, wie gesagt, wirklich, wenn zu viele Tesla-Edels unterwegs sind. Der spawnt ja immer mehr woanders. Hallo? Also den Namen kann ich schon mal sehen. Jetzt steht er da. Hier. Jetzt bin ich in der Schallmauer. Oh, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, du klemmst wirklich in der Mauer. Sie ist tot. Echt? Sie? Wer? Was? Niemand! Der gute Geschmack. Boah, ja, der ist schon wieder los. Der ist ja sowieso schon flöten gegangen. Völlig im Arsch, ey. Nee, die Bandbestie ist außersehen. Mit zweieinhalbfachen Schaden getriggert. Ja toll, danke Shobi, jetzt hast du mich auf die Linie gebracht, ja. Er hat gesagt, das ist okay. Naja, dann war das. Dann ist so, dass wir hier alle nicht hier, so was? Shobi, ist ja schön wie rumlos, aber... Wow. Aber er war kaputt. Sprengen wir uns jetzt gegenseitig in die Luft? Dann können wir ja leider nicht. Schade. Ich hab da so ein ganz jämmerliches Leider gehört. War ein bald Spaß. Ah. Den wir nicht Bescheid gesagt? Was? Bescheid? Bescheid. Ja, die haben schon angefangen, Mausi. Ich bin unschuldig. Ich bin hier nur schnell auf sie weggeportet. Ach so, das haben alle schon... Was heißt denn hier? Die? Ja, ich... Da hing ja schon am Bildschirm. Die? Ich hing schon am Bildschirm. Ich hab extra noch fragen müssen. Komischen Startcomputer, man. Welchen Stahl? Was? Achso. Ja, der Terminal. Genau. Ja, wenn Mausi kommt, dann nehme ich jetzt wieder Schrot. So. Ja. Was schießt denn du, Shori, eigentlich? Wie, was ich schieße? Vielleicht sehe ich deine Schüsse ja nicht. Jetzt sehe ich, ja. Ja, ich hab gerade die ganze Zeit geschossen. Komisch. Ich hab nur... Ja, Versteckermann hier sehen. Versteckermann? Ich sehe nur Konfetti. Konfetti! Ich hab kein Konfetti, wir haben das Thema abgelehnt. Ach ja, stimmt, ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß aber nicht, wessen Konfetti das war, was mir die ganze Zeit das auch naja, penetriert hier, ist. Ja. Nein, ich bin unschuldig. Allein diese Aussage ist schon gelogen. Nein. Oh. Nein, hast du Mike noch nie zugehört? Ich bin der Oberlügner schlechthin. Ich belüge meine Zuschauer permanent.
Was meinst du, was ich mit euch mache? Ja, super. Was haben? Ja, das kommt ja noch dazu. Euch irgendwann gesagt, also irgendwann habe ich euch mal gesagt, ich werde euch die Freiheit schenken, aber naja, dieser Tag wird nie stattfinden. Noch am St. Nimmerleins-Tag. Entschuldige, Schori, du möchtest nicht wissen, was ich als Erster gehört habe. Ne? Und das hat doch nichts mit Sankt zu tun. Nee, komm, jetzt musst du sagen. Naja, Sack. In Sankt Nimmerlein? Naja, du hast das so schön betont, das ist ein Sack. Und wie gesagt, bei mir war das eher ein Sack als ein Sankt. Ja. Nicht mal nachdenken. Einfach so stehen lassen. Ich würde ja gerade sagen, hinnehmen, aber ja. Nee. Schön. Yay, ich hab Kronkorken gekriegt. 89. Bald. Und da ist sogar noch eine legendäre Brandbestie. Pieks, 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 pieks. Naja, pieks mal alle. Wir kümmern uns um den Rest hier. Will doch Epi haben. Lass mal was über. Kannst ja mal entscheiden. Also, ich wollte schon sagen, bei so viel Waff, die wir hier gerade haben, sollte, glaube ich, genug Epi für alle übrig sein. Nein. Oh. Oder legendär, ja, über Gott, oder? Ja, das habe ich doch gesagt, hast du nicht gehört? Hallo, wir sind hier versklavt, wir sind nicht verpflichtet, hier zuzuhören. Ich wollte schon sagen, jetzt krümelt das schon mit seiner Ehrenmunition auf mich wieder hier. Hier, guck mal, die regnet auf mich runter. Ja, jetzt klatscht da was anderes auf den Kopf. Ach. Das war zu spät. Wo liegst du, Billy, oder bist du instant? Unter dir. Unter mir? Ja, das liegt jetzt auch wieder falsch. Wie immer. Immer zu deinen Füßen. Immer zu meinen Füßen. Achso, okay. Die Hydraulik zulässt. Oh, Mann. Wie geht denn der scheiß Perk hier gerade? Ist? Oh, zum Kotzen. So. Warst du nicht anders geholt? Weil du darfst du. Weil ich hier auf dem Kopf. Ich war's nicht. Ja, Punkte. So, wo ist sie jetzt? Rot? Nee, die ist noch nicht tot. Deswegen steht ja auch noch in ihrem hier. Ach, kommst du näher? Hat mal einer überlebt? Ja, auch noch. Ja, hat hier rumgeschlichen. Hui! Sind wir am Boden geschlittert? Ganz sanft zum Boden geschwebt. Sanft. Bei mir ist sie gerade ins Lomo runtergefallen. Yay! Das ist ein Alter, das ist ein Altwurst. Ja, sag doch, in 2 Monaten kommt der erste Zettel an Bein. Verfallsdatum abgelaufen. Ja. Das wird schon lange. Brauchst noch eine Waffe, ja. Das blitzt so schön mit dem ganzen K. Hey, bleib doch mal stehen. Warum schießt du auf mich? Ich hab dir nichts getan. Auf den Billy zu ärgern. Ich hab nur K gesagt. Ich wollte erst Wort sagen, alle aber... diese Anspielung verstanden. Was? Oh, wie bitte? Ja, siehst du, er hat's nicht verstanden. Und das war eigentlich der Sinn dahinter. Mann, und dadurch, dass Schutz du das nehmen, jetzt sagen ja, musstest... Ey, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht mal so ein bisschen auf den Ballerkonflikt gehabt. Ja, der wollte schon wieder mit dem Konfetti anheben. Ja, hab ich gar weiß, nicht. Dass er das gemacht die ganze Zeit. Hab ich gar nicht, Billy. Lass dir nichts sagen. So. Mein Konfetti. Ja, fliegen sie wieder zurück, ist auch schön. Weg, ja, weg mit dem Müll. Weg mit dem Müll. Hey, wo willst du hin? Pia! Ja, ich hab halt noch ein paar Leinsboxen. Da wir ja wissen, in diesen Welten gibt es ja hier so ein verstecktes Mikro von Bethesda, also... wir möchten den Lunchbox, Quatsch, Konfetti-Perk haben.
Ganz einfach. Es gibt ein verstecktes Mikro. Ja, sicher. Hast du schon gefunden? Nee, aber das sagst du ja fast in jedem Video. Echt? Fester hört uns ja sowieso zu. Achso, ja, stimmt. Ja, dann hätte ich aber eher ein Feature, dass man über mutante Spieler stolpert. Ach ja, haben wir heute für uns entdeckt. Ja, wir möchten gerne, dass diese ganzen Schleichspieler, wenn man auf die trifft, dass man auch so richtig schön drüber stolpert. So, so eine richtig so Fressenfliegen-Animation. Das ist so richtig geil. Ja, das möchten wir. Okay, und warum? Weil es lustig aussehen würde, wenn die jetzt alle über die Schleicher. So wie die Schleicher jetzt bei dir hier so. Und dann wird die Jede Bodyaufnahme steht schlecht, denn hier Bull Turtle einfach nur vor die Füße und zack, klaut's. Schaffst du noch weniger als sonst. Ja, und wenn es ein Blutbefleckter ist, also zu wenig Life und der andere in der Powerrüstung ist, dann ist er tot, oder was? Einfach nur eine Animation, dass sie hinfallen. Also. Oder bist du durch Hinfallen auch schon mal gestorben? Ja, aber dann müsste ja der andere umfallen, wenn du in der Powerrüstung steckst und der andere am Schleichen ist. Okay, ja, gut, dann müssen wir aufpassen, dass er nicht tot getrampelt wird. Na gut, dann schießt er den weg. Das wäre auch eine Animation. Ich so, pui! Was ist mit dem passiert? Oder so wenn man was Verdorbenes isst, ist, dass man Durchfall kriegt und dann so eine Furzgeräuschstelle macht. Ey, wir sind ja nicht bei Scum. Oder nicht gleich so eine Furz. Animation durch die Hose, weißt du? Ja, also Durchfall als Wurst? Ja, Sprühwurst. Ah. Habt ihr ja ganz schön Ballaststoffe drin. Ne, ja, dann ist halt keine Sprühwurst, wenn da Ballaststoffe drin waren. Dann ist was falsch gehoben. Ach Mensch, looten. Naja, besser als über Sprühwürste zu reden. Ja, wir reden ja alle aktuell nicht wirklich hier. So, neues Thema. Deswegen reden wir ja über Sprühwürste. Gut, Wie sprühe ich am besten das Badezimmer mit einer Wurst ein? Da gibt es so verschiedene Thesen, aber bestätigt es. Naja, du nimmst einfach eine Farbspritzpistole, ein Würstchen oben drauf und dann fängst du los. So, ich dachte, man steckt sich die in den Arsch. Ja. Dass ihr gleich wieder so pervers denken müsst. Ich weise sämtliche Schuld von mir. Ja, sicher. Hat ja auch keiner die Pause vernommen hier. Ja, zum Glück. Ich könnte ja dennoch dazu sagen, dann machen wir aus ihm einen menschlichen Vorratskauer, naja. Aha. Wenn die Düse gleich in ihr Wischschuhe hinkommt. Mensch, hier, mal diese Schleicher. Ja, so sieht man dich wenigstens. Das Lachen hat mir gefallen. Mausi, er meinte nicht dich, sondern mich. Ja, ich wollte schon sagen, die Verwirrung ist zu groß, um zum Schleichen. Ich glaube trotzdem, das hat gepasst. Ich habe für dich gelacht. Okay, danke schön, Maus. Du musst jetzt nicht für mich weinen. Das war kein Wein. Das war Himmel hoch. Ich hab mich gerade ja gefragt, hat der Mann einen Anfall? Müssen wir den Arzt rufen? Alles gut? Alles super. Alles richtig super. Heute ist Gegenteiltag. Genau. Oh no. Okay, wer bin ich denn heute? Wenn heute Gegenteiltag ist. Hey, von der Schildkröte, warte mal. Bandwurm. Also er kriecht durch Gedärme und, und ernährt sich von den Nahrungsmitteln seiner Würte. Ja, ich dachte jetzt eigentlich nur an Schlammerich, weil die Schildkröte ist ja sonst immer hart, ihr Panzer. Hätte ja auch Regenwurm sagen können. Also, such dir das aus. Was noch schlappriger ist. Oder eine Qualle. Das macht das nicht besser. Das macht es nicht besser. Gut, dann eben eine Qualle. Oh, nee, jetzt fühlt er sich doch eher mit so vielen Tentakeln. Da sind ja noch mehr Würstchen dran. Aber sehr dünne Würstchen. Egal. Ja, man hat festgestellt, er ist zwar lang, aber dünn. 30 Liter. 30 Liter Spaghetti.
Ach ja. Ja, und der 30 Meter Spaghetti hat auch keine Standkraft. Ja, ja, ja. Das haben wir ja schon festgestellt, wenn er halt einen Schal nutzt im Winter. Damit man was merkt, kann es sich hier zusammenrollen. Oh nee. Einmal aus. Beim Schenk wird jetzt sehr schön beim Urologen dann vor. Bitte einmal ausrollen, bitte. Ich hab da einen Knoten. Herr Doktor, Herr Doktor, ja. Und man wird es bei der Frauenjagd auch einfacher. Man muss nur ein Lasso bauen. Oh. Also so hat er dich also geangelt. Richtig. Ich dachte mit den Spider-Man-Fäden. Ja, die kamen danach. Ach so. Die Mutation kam also ja später, ja? Nee, du hast mich erst eingefangen und damit ich nicht weglaufe, ne? Achso, hab ich dich eingefangen. Oh Gott, ich hab hier gerade so Scary-Movie-Bilder im Kopf. Oh, ich hab schon lange nicht mehr gehabt. Platsch an der Decke geklebt. Achso. Bei den Vögeln finde ich jetzt nicht ausführlich. Ja, doch was. Oh nee, ey. An den Gedanken teilhaben. Wie heißt das schön? Die Gedanken sind frei. Nee, die sind frei. Frei? Nee, noch sind wir Freigeister. Achso, ich dachte, ich bin Versklav. Ich darf keine Meinung haben. Psst! Sklaven sagen sowas nicht. Ja. Pure Slave. In die Ecke spielt. Ja, aber nur Fallout. Ja, und aufnehmen. Ich Slave bin. Ach, das stimmt, ich stelle mir den jetzt auch aus Hausbad morgen. Nein, gut, ich bin mit seiner arschfreien Hose. Hallo, Shori! Oh Gott! Jetzt habe ich ein Bild, wie ich mich dir vorstellen kann. Oh Gott! Aber denk bitte an dein Sofa, ja? Also, immer eine schöne Decke beim Spielen. Ja, ich hab's ja gerade wirklich unter mir, aber naja. So. Also denk dran, wir sind nicht in der Aufnahmepause, wir sind eigentlich noch voll in der Aufnahme, ne? Ja, das ist uns bewusst. Ach so. Wir müssen ja hier noch ein bisschen Schrott-Content liefern, du zeigst ja hier nichts außer looten und verwerten. Ja, ja, looten und verwerten. Ach, wo bist du aber nie fertig mit dem legendären Rennen? Ja doch, durch looten und verwerten. EP. Ich hoffe, ich komme hier bald gleich noch weg. Nee, komme ich nicht. Aha. Boah, hast du ja schon mal mit deinem Penis irgendwo festgeklebt? An der Werkbank. Eingeklemmt. Ich wollte schon da eingeklemmt. Achso, der hat sich einen Stromgenerator angeschlossen. Du stehst drauf. Einfach aufstehen. Was ihr bei dir. Annie, der ist glücklich mit Fühlern beschäftigt. Ja, bitte. Hast du noch eine 12-Volt-Batterie? Nein. Brauch ich selber. Tut mir leid. Wir wissen ja, dass du jetzt nur noch auf 220 Wechselstrom stehst. Da hilft ja, 12 Volt ist ja wie. Gut, zum Glück habe ich mir einen Gleichrichter angelegt. Ah ja. Oh, ist ja nett, wer teilt denn hier? Wiederverwerter. War ich das nicht. Dankeschön. War ich trotzdem nicht. Ist ja auch nicht an dich gerichtet, das Dankeschön. Ja. Niemand dankt mir. Dankeschön. Bitteschön, Maus. Schleimer. Ja. Muss ich doch. Ja, aber genau so hatte ich das Camp doch auch hingestellt. Merkwürdig. Aber irgendwie sind so alle bei der Welt. Hast du Kacke an den Boden, Ich hab das Camp genauso hingestellt. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde jetzt die Aufnahmen, werde ich nachher nochmal durchgucken und ich werde es mir angucken und wehe, mein steht ein Zentimeter sonst woanders. Aber ich bin der Mike mit bei war der. Ja, da habe ich es total verkackt. Aber ja. Ich habe ja danach nochmal mit Mausi und ich hatte mir das vorher extra nochmal vor Mockware erklären lassen. Da hatten wir das nämlich auch nochmal adaptiert, da waren wir extra bei Billy heimlich auf dem Server. Und haben dann geguckt. Bäh. Und warum porte ich jetzt eigentlich nach Hause? Ich wollte doch die Quest machen. Ach Gott, ich bin... Durch? Ja, durch bin ich sowieso. Warm bin ich auch.
Boah, ich war aber Bruder. Oh. Heißer Typ halt. Boah. Das verbirgt mir schon das Wasser rund. Oh, herrlich. Also ich glaube, wir nehmen heute die perversesten Folgen überhaupt auf. Ich glaube, ich kriege nur Beschwerden rein. Sorry, ist schuld. So. Willkommen bei den Rotlichtfolgen. Ja. Mann, damit. Ohne weitere Kürbisse kann. Ist was möchtest du uns denn darüber noch erzählen, Shogi? Wow. Ist das? Das hat jetzt irgendwie gepasst, fand ich. Das Late. Oh. Na gut, bei Bullseye Praktiken würde ich das Licht ausmachen, aber naja. Das Licht ausmachen. Das wollte ich nicht sehen. Meinst du wirklich, dass dir das Licht aushilft bei den Schmerzen, die du dann erleiden wirst? Hoch noch. Ja. Ich wollte jetzt bei den Praktiken nicht mitmachen. Ich wollte sie einfach nur nicht sehen. mitgefangen, ne? Also gibst du zu, dass du gern Dreier hättest. Für wen war jetzt die Frage? Für Shori oder? Ja, für... Nein, oh, herrlich. Ich kann nicht mehr. Zum Glück. Achso, ich dachte, ihr denkt jetzt gerade drüber nach. Nein, ich will hier nur noch am Dauerlachen. Und kann schon fast gar nicht. Nein, nicht vor Schlucken und Sterben und so. Das Schlucken ist meine Aufgabe. Ja. Du bezweifelst doch alle nicht. Liefer doch erst die einzige Vorlage, wenn du die Antwort nicht hören willst. Da musst du aufpassen. Heißt du doch. So. Ja. Ja, man merkt, Mausi wird warm. Nicht heiß? Sogar schon nee, das heiß. Das ist sie ja schon. Ach so. Heiße Maulwurfsratte. Lass mir raten, jetzt erstmal den Finger abgeleckt und an Popo gehalten. Ja. Nee, vorne geht auch schon. Eine leuchtende Maulwurfsratte. Leuchtende? Boah, so, ja. Bist du eigentlich eine leuchtende Maulwurfsratte? Ich bin die leuchtendste Leuchte. Ich bin eine Leuchte. Die hellste Leuchte, okay. Die hellste Birne im Schrank. Aber warum im Schrank? Ach, ist mir geil, du so. Bei mir wird das hier Honig grillt, nicht andere. Ich denk noch da oben so ein bisschen. Du hast noch ein Gehirn? Ja, so Shori, ein bisschen. Wir müssen noch mal ran bei Billy. Er hat noch ein Hallo. Gehirn. Wir sind ja zum Glück hier aktuell nur. Ich hab mich gerade gewundert, warum krieg ich jetzt meine Belohnung? Level 98 geschafft. Super. Was? Level 98 hast du nur geschafft? Das ist nachfällige Logen. Ah ja, tut mir leid. Doch nicht 200, Shori. Ja, vor allem, ich war gerade fertig mit Fabian. 200. Oh Mann, sind da nur noch 2 Level. Ja, also Folge 1605. Oder? War ich jetzt falsch gerechnet? Nein. Alles gut, Shori. Du schaffst es. 1600? Was hast du gesagt? 5. Okay. Da ist er dann Level 200, ja? Nein. So, ich mach jetzt Rechner aus. Ich wollte gerade sagen, Shori, du darfst dann erst nächstes Jahr wieder mitmachen, ne? Nee. Machst du schon. Schaffst du schon. Also wenn ich irgendwo Event wollte ich doch mitnehmen. Die Katze ist aus dem Sack. Sie wohnt jetzt im Mietshaus. Ja, sie hat ja wenigstens ein Mietshaut. Mietshaut. Ja, Mietshaut. Vor allem die Funnies. Also, oh, wenn die Witze sich rausgekramt hat. Haben sie gegoogelt? Gott, oh Gott. Darfst du das überhaupt sagen? Weiß ich nicht. Sag mal, nein. Nicht, dass du da ja eine E-Mail kriegst, ja. Also, ja.
Ja, gut, dann gibt's diese Folge halt nicht. Das ist immer nur piep, piep, piep. Nee, bei YouTube, also wenn ich es bei YouTube hochgeladen habe und das dann später nochmal geclaimt wird, dann kann ich es nur noch über YouTube bearbeiten. Das heißt, dann kann ich höchstens maximal den Ton ausmachen. Naja, immerhin. Machst du so eine Einblendung. Oh, fuck. Gegoogelt. Wo habe ich denn jetzt meinen Kohle vergessen? Meine Kohle? Ich habe meine Kohle. Das ist mal geil, wa? Das ist mir auch schon passiert. Nein, jetzt habe ich. Ich habe irgendwo meine Kohle vergessen abzulegen. Oh. Ich will doch mal. Du musst lachen, Tori. Ich hatte den Fall, haben diese Marker nicht funktioniert. Da bist du ja wirklich jede Scheiß-Sparre abgelatscht. Ah, kenn ich. Ach, gleich die erste. Willkommen in meiner Welt. Ach so. Hallo, Tori. Wir sind in Choris Welt. Ja. Mit dem Outfit, was die hier trägt, das kommt bestimmt auch noch als Spiel, ja. Vom Siedlertechniker. Also ich würde es kaufen. Oder Siedlertechniker? Ja. Mit den Hosenträgern? Roten Schal? Nee, Choris Welt würde ich kaufen. Ach, Choris Welt würde es. Nein. Weil in der Welt bist du mal an. Ja, ich nicht. Also bin ich ja in meiner Welt. Das ist Turps Welt, oder? Ja, die hat mal kurz gemietet, Entschuldigung. Wollte schon sagen, hier. Nicht gecovert hier, ja? War jetzt noch hier, wisst ihr, Copyright-Recht klagen. Gut, aber nichtsdestotrotz muss ich die Illustrum-Runde leider mal wieder abbrechen und der Spielverderber sein. Aber. Genau. Deswegen machen wir jetzt hier an der Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.